Erstmal nochmal willkommen zum For Future Summit 2020 von den Makers for Humanity. Er nennt sich dieses Jahr For Future Summit, weil wir die For Future Bewegung als das Momentum, also als die spannende Bewegung der Zeit jetzt identifiziert haben, wie ihr ja auch alle, und schauen wollen, dass wir gesellschaftlich nicht nur das Schlimmste vermeiden, sondern gleichzeitig auch gucken, wie sieht denn die Welt aus, die wir uns wünschen. So, damit wir eben nicht aus dieser Push-Strategie, dass man immer irgendwie alle zum Guten schieben muss, dass wir davon wegkommen und in eine Pull-Strategie kommen. Also wir hatten vorhin jetzt auch gerade in einer anderen Session sehr schön etwas über Narrative und visuelles Storytelling. Und wenn wir nicht wissen, wo wir hinwollen, dann ist es total mühsam, auch eine Menge an Menschen zusammenzukriegen, die sich in Bewegung versetzen. Und Open Island ist eine Möglichkeit, um Netzwerke zu bilden und diese verschiedenen interdisziplinären Maker zusammenzukriegen, um gemeinsam an einer Vision zu arbeiten. Und wir haben das gemacht. Ich klappe das hier mal auf. Das könnt ihr jetzt natürlich nicht lesen. Ich hoffe, es ist nicht aus dem Bild geklappt. Nee, nicht ganz. Dieses Projekt startete zur Weltausstellung. Die hatten wir im Jahr 2000 hier in Hannover. Da war unsere Überlegung, wir wollten neben diesen ganzen Zukünften, die präsentiert werden, auch eine andere Zukunft präsentieren oder zumindest anregen, darüber nachzudenken. Und haben also eine Diskussionsplattform gebaut aus Problemstoffen. Also wir haben Müll gesammelt, verschiedenste Industrieabfälle und haben aus diesen Abfallmaterialien eine Plattform für Lösungen gebaut. Das hat wunderbar funktioniert. Wir hatten richtig viel Austausch und Gäste und sind mit diesem Ding, das Future Raft, 70 Quadratmeter groß, sind wir dann von Hannover über Wasserstraßen nach Berlin gefahren im Jahr 2002. Das war die Tour 21, also eine Schatzsuche nach positiven Inhalten entlang der Kanäle und Flüsse. Da bin ich drauf gekommen, Mensch, eigentlich diese ganzen schwimmenden Installationen, das ist höchst attraktiv und eignet sich sehr gut für mich als Künstler, eben damit Inhalte zu verpacken und gleichzeitig aber auch Flächen zu bilden, wo sich Leute treffen können, um eben Zukünfte zu entwickeln. So dass ich weitere kleine Experimente gemacht habe. Der nächste größere Schritt war 2009, als ich Future Islands gebaut habe. Das waren schwimmende Gärten. Die haben so unendlich gut funktioniert. Es ist alles einfach gewachsen auf diesen schwimmenden Gärten, weil die Wurzeln dieser Pflanzen durch die Erde, durch diese Insel durchgewachsen sind und diese Pflanzen einfach optimale Bedingungen hatten, um dort zu wachsen. Das hat mich darauf gebracht, dass ich jetzt mit diesem Projekt aus der Kunst heraus auch in gesellschaftliche Relevanz wechseln möchte, weil das Potenzial einfach zu groß ist. Man kann solche schwimmenden Gärten und auch andere Installationen weltweit an vielen Orten gut gebrauchen für verschiedenste Zwecke, und darauf werde ich jetzt zu sprechen kommen. Jedenfalls bin ich mit dieser Idee dann nach Indien geflogen und habe 2012 angefangen, dort ein Team aufzubauen. Es ist mir schnell gelungen, tolle Leute zu treffen, die jetzt morgen Abend auch bei einem Captain's Dinner, einem globalen Inselbauer Captain's Dinner, um 19 Uhr sich dazuschalten werden. Und in Goa haben wir dann unter dem Namen ASAP Island, also As Soon As Possible Island, wir wussten, wir wollten zusammen schwimmende Inseln bauen, so schnell wie möglich. Und das war der Projekttitel, den es dann auch 3 Jahre getragen hat. Von 2012 bis 2015 war ich jährlich einmal dort für 4 bis 6 Wochen und habe dort eben mit den Leuten und Materialien vor Ort eben verschiedene Installationen entwickelt. Und daraus ist dann 2015 die eigentlich revolutionäre Erfindung geworden eines modularen Inselbauprinzips, was eben nicht stromlinienförmig wie ein Boot aufgebaut ist, sondern sich aus verschiedenen Modulen zusammensetzt, die beliebig in die Fläche zusammengesetzt und gebaut werden können. Anfangs hatten wir das noch in einem rechtwinkligen Raster mit Paletten gemacht als Grundformat und das eben 2015 auch Open Source veröffentlicht, sowohl auf der Maker Faire in Ahmedabad, das ist in Indien, in Gujarat, und in Berlin. 2000,
2016 haben wir eine Insel in Thailand gebaut, aber vor allem ist 2016 der erste Makers for Humanity Summit, also das Maker Lab, auf Ferropolis gestartet, was wir seither jährlich zu Pfingsten durchführen und dieses Jahr eben zum ersten Mal online auch, was eine Einschränkung und Bereicherung gleichermaßen ist. 2017 waren wir in Varanasi auf dem Ganges unterwegs, 2018 dann in Bangalore und in 2019 haben wir dann dieses Projekt wieder nach Deutschland geholt, weil da einfach die Anfahrtswege viel geringer sind und haben in Hannover diese schwimmende Konstruktion gemacht. Also zwischenzeitlich waren diese Inselmodule sechseckig geworden und wir hatten mit einer Grundfläche von 18 Quadratmeter, also ich stehe jetzt auf einem solchen Modul, das ist nämlich genau diese zentrale Plattform, die wir letztes Jahr auch direkt an dem See, an dem Maschteich vor dem Hannoverschen Rathaus hatten. Und das trägt 11 Tonnen, 15 Tonnen, ist egal. Wir haben einen Schwimmkörper, der ist beliebig skalierbar. Es sind Produktionsabfälle aus der Kunststoffindustrie, die wir in Säcke packen, die dann eben die, so wie Schwimmkissen unter dieser Plattform liegen. Eine schwankende Plattform mit Gärten, mit Schulklassen, die da drauf gärtnern, mit Kulturveranstaltungen, mit einem kleinen Tiny House, Tiny Float, wie wir es jetzt mittlerweile nennen. Also wirklich eine alternative Realität, die da vor ihren Augen schwimmt. So, für dieses Jahr haben wir zum Glück keine so aufwendige Produktion geplant. Sonst wären wir durch Corona sowieso gestoppt worden. Aber wir haben dieses Jahr uns genommen, um diese einzelnen Themenbereiche weiter auszuarbeiten und dann im kommenden Jahr wieder in einer erneuerten Form als Klimalabor auf dem Maschteich am Rathaus aufzutauchen. So, und das habe ich hier mal so ein bisschen aufskizziert, die verschiedenen Themenbereiche. Da haben wir einmal die Stage, die Bühne, die zentrale Plattform, auf der die Leute ankommen, von wo aus wir auch zentral präsentieren können. Eine schwimmende Bühne ist höchst attraktiv, vor allem wenn sie so groß und sicher ist, ist es immer ein eindrucksvolles Erlebnis, auf so einer Plattform zu performen. Gut, die Bühne ist also auf jeden Fall wichtig, wenn man große Menschenmengen auch medial erreichen will. Und direkt anschließend ist der Bildungsbereich. Also wir haben die besten Erfahrungen gemacht, diese schwimmende Insel im Bildungsbereich einzusetzen, weil es eben alle Sinne anspricht. So, und gerade Klimawandel und steigende Meeresspiegel und Tipping Points kann man hervorragend auf schwimmenden Konstruktionen erklären. Denn man muss nur alle 20 Leute auf die eine Seite nehmen und dann werden die Füße nass. So ist es nämlich. Wenn wir uns nicht abstimmen und bedächtig aufeinander beziehen und gemeinsam miteinander irgendwie überlegen, wo wollen wir denn mit dieser Insel hin oder mit dem Boot oder mit der Gesellschaft? Welche Zukunft wollen wir? Auch in den Workcamps, in der Innengestaltung, so, dann kommen wir nicht weit. Wir müssen uns also miteinander einigen und das symbolisiert diese Insel neben der Kreativität und der Gestaltungsfreude, auch der Naivität, die ja in unserer Gesellschaft auch schwierig ist. Wir stehen dazu, wir probieren es aus und lassen uns belehren, wenn es nicht funktioniert. Aber nicht vorher. Und mit hier direkt hinter diesem Wald, den ihr jetzt nicht sehen könnt, aber wir sind hier direkt am Waldrand und dahinter ist das Schulbiologiezentrum. Die waren letztes Jahr schon unsere Kooperationspartner. Das ist so der Bildungsträger für naturnahe Bildung und BNE in Niedersachsen. Und mit denen hatten wir schon kooperiert im letzten Jahr und 20 Schulen über deren Netzwerke zusammenbekommen, die eben auf der Insel mitgegärtnert haben. Wir hatten eine Insel mit so Pflanzkübeln. Jede Schulklasse konnte einen Pflanzkübel einsetzen, der sich dann über den Sommer entwickelt hat. Und eine zweite Garteninsel waren Kräuter für die Gin-Produktion. Wir haben hier einen Gartenbauer, der auch ein Gin-Produzent ist. Und der hat dieses Jahr also eine
Insel-Gin-Edition aufgelegt mit der Ernte aus dem letzten Jahr. Nun gut, in diesem Jahr haben wir, weil sowieso alles heimlich stattfindet, mit dem Schulbiologiezentrum abgesprochen, dass wir eine Hanfinsel bauen. Das haben wir gestern und vorgestern getan. Die Insel schwimmt. Der Hanf sprießt allmählich. Leider ist es nur Nutzhanf. Was heißt leider? Es ist halt ein Bildungsprojekt. Und das Thema wird aber in jeglicher Dimension viel zu wenig beachtet. Deswegen denken wir, dass wir mit diesem Symbol einer Hanfinsel auch die Fachleute und die Industriezweige ansprechen können, ihr gesamtes Wissen zusammenzubringen, um dann dieses Wissen auf dieser Plattform real und online auch weiterzugeben. So, sowas kann man gut machen mit Open Island. Und so möchten wir das gerne auch einsetzen als ein Symbol und eine Plattform für Klimaschutz. Und zwar praktizierten Klimaschutz. Das ist die Idee, die ich heute hier vorstelle. Da bin ich auch gespannt, was für Ideen ihr noch mit beitragen mögt. Wir haben noch weitere Bereiche, Energie zum Beispiel. Man spricht ja gerade bei regenerativer Energie auch von Energieinseln. Und wir bauen wirklich eine. Man kann sehr gut Solarpanels darauf installieren, auch Windmühlen, also entweder vertikale Windräder. Da gibt es ja die Flettner-Rotoren, also eine uralte Erfindung, die man aber gut wieder aufgreifen könnte, weil sie einige Probleme einfach vermeiden. Das ist ein sehr effizientes Stromerzeugungssystem, diese Flettner-Rotoren. Und auch Strömungsenergie können wir erzeugen, wenn wir auf Fließgewässern sind. So, das sind also verschiedene Sachen, die man damit machen kann im Energiebereich. Auch Biomasse können wir auf zusätzlichen Wasserflächen erzeugen und damit gleichzeitig das Wasser verschatten. So, also es gibt tolle Synergien auch mit der nächsten Insel, mit der Umweltinsel. Das ist in Bangalore, für die Insel in Bangalore, da war der Thomas auch mit dabei. Da haben wir eine solche Insel gebaut mit der Absicht, eben Pflanzen anzubauen, die Schwermetalle aus dem Gewässer ziehen. So, das funktioniert, das wird auch schon gemacht in Indien. Da gibt es einige Projekte, wir haben sie auch jetzt alle kennengelernt oder einige. Unsere Überlegung war dort eben mit unserem modularen System einfach auch nochmal diesen Bildungsbereich mit reinzubringen, weil unsere Insel kann man betreten und damit auch diese Kläranlage, die schwimmende Kläranlage besser in Szene setzen und auch betreuen. Und auf dem Wasser wird eine Menge Biomasse erzeugt, gebildet, die also vielfachen Nutzen hat und dann auch gleich noch vergast werden könnte oder in die Futtermittelindustrie weitergereicht werden. Also es gibt tolle, innovative Kreislaufgedanken, die man eben mit so einer schwimmenden Insel ansprechen kann und unterrichten und auch erforschen kann. Und damit komme ich schon zur letzten Insel, die wir jetzt hier konkret geplant haben. Das ist eine Kreislaufinsel. Dann ist die vorletzte. Wir haben auch das Tiny Float, da sind wir gerade drin. Also Wohnen auf dem Wasser ist so im Trend. Also wer schon mal auf der Mecklenburger Seenplatte war, der weiß, man kann sich da jetzt ganz easy solche kleinen Flöße mieten, mit denen man dann rumtuckert. Berlin ist auch voll davon. Und das könnte möglicherweise unsere Einnahmequelle sein, um dieses Projekt auch finanziell voranzutreiben. Die Schwachstelle ist bei Wohnen auf dem Wasser immer, wo kommen die Abwässer hin? Also man braucht dringend für so ein System auch die Entsorgung. Die muss man natürlich nachweisen, logisch, und auch durchführen. Und deswegen haben wir jetzt dieses Thema nach vorne geholt und gesagt, na gut, wir bauen eine explizite Kreislaufinsel mit einer Kläranlage drin, die natürlich auch noch andere Funktionen erzeugen kann. Also Aquaponics, so eine aquaponische Anlage möchten wir gerne darauf installieren, weil da ist der Kreislauf eigentlich in der Nahrungsmittelproduktion am optimalsten direkt dargestellt. Und ja, so setzt sich das zusammen. Das sind unsere sechs Themeninseln, an denen wir jetzt arbeiten. Und dieses modulare Bauprinzip hat übrigens noch einen Vorteil.
Alle Projektmanager unter euch wissen, wie schwierig es ist, komplexe Projekte zu finanzieren, wo man mehr als einen Förderer hat. Und durch diese modulare Bauweise ist jede einzelne Themeninsel ein eigenständiges Projekt. Ich habe also immer einen Ansprechpartner, einen technischen Partner, einen Kooperationspartner und einen Finanzier optimalerweise. Und dieses Projekt ist eigenständig konzipiert und wird dann gestartet, wenn diese Leute beisammen sind, wenn es losgehen kann. Ich habe es auch nicht eilig, weil wir haben noch 5 andere Inseln zu bauen und kann also immer so switchen. Da, wo Dynamik drin ist, geht es weiter. Und das ist ein sehr entspanntes Prinzip, um dieses Gesamtgebilde so schrittweise voranzubringen. Also das kann ich nur empfehlen, modular zu denken, gerade in der Förderlandschaft, wie wir sie bislang noch kennen. Da ließe sich auch was verbessern, aber momentan muss man alles komplett von vornherein durchgeplant haben und es muss, jeder braucht die Bestätigung der anderen Finanziers, bevor er bereit ist, Geld zu geben. Das ist unüberschaubar, es macht keinen Spaß, es ist unrealistisch. Aber durch diese modulare Bauweise geht das und ergänzt sich eigentlich ganz prima. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich behaupte einfach mal, diese schwimmende Insel ist ein hervorragendes Klimalabor. Wenn nämlich die Lehrer von der For-Future-Bewegung auch was lernen wollen, dann können sie das auf dieser Insel tun. Ich habe die letzten Jahre ein bisschen in der Lehrerfortbildung gearbeitet und war in Niedersachsen der Einzige, der zum Thema Klimaschutz Angebote gemacht hat und merke, wie groß die Nachfrage ist, merke, wie sehr die Lehrer das Bedürfnis haben, das auch in den Unterricht zu integrieren und sehe einfach, dass das eben nicht nur über den Kopf alleine geht. So, und dafür in der Lehrerfortbildung, aber eben auch im Unterricht direkt an den Schülerinnen und Schülern, würde sich diese Plattform hervorragend eignen lassen. Das geht einmal natürlich in Kooperation mit dem Schulbiologiezentrum hier direkt im Wald und andererseits eben aber auch mit freien Angeboten in der Erwachsenenbildung oder Lehrerfortbildung oder Volkshochschule oder freie Gruppen, die das nutzen. Und das ist die Überlegung, dass wir dieses schwimmende Klimalabor eben jetzt anbieten, den Scientists for Future, den Students for Future, die haben ein komplettes Curriculum erarbeitet hier in Hannover und das haben sie überall in der ganzen Republik. Durch diese Kombination aus der realen Plattform und der Online-Plattform, also durch dieses Format des On- und Offline-Summits, was wir jetzt gerade machen, ließe sich dieses Symbol hervorragend verbreiten und nutzen von allen, die ihr da so sitzt, von allen für alle Themenbereiche und auf allen Gewässern. Wenn das Budget da ist, kommen wir vorbei, kein Problem. Ich habe schon eine Anfrage für den See im Olympiapark in München. Freue ich mich drauf. Da ist das Science Fiction Festival aktiv. Die veranstalten auch in Moskau. Okay, war ich auch noch nicht. Also das hat schon irgendwie eine sehr schöne Dimension, das Ganze, wenn man das mal durchspielt. Und ich würde das gerne mal einfach jetzt so stehen lassen und mal in die Runde geben, was euch für Assoziationen kommen. So was für Ideen ihr habt. Oder auch Fragen. Konkrete Fragen, Ideen. Und da würde ich den Thomas bitten, vielleicht mal hier die Moderation zu übernehmen und bestehende Fragen, die vielleicht im Chat schon aufgetaucht sind, aufzugreifen oder zu gucken, wer was beitragen mag. Ich schreibe dann mit. Ich mache kleines Graphic Recording. Zum Chat sind noch keine Fragen aufgetaucht, aber ich kann mir nochmal in die Runde fragen. Ja? Ob jemand von euch einen Impuls hat? Mir ist da was eingefallen. Ich finde es voll spannend, dass ich wäre auch im Juni nach Hannover kommen für 3 Monate und ich will auf jeden Fall bei euch vorbeischauen. Was ich sehr interessant finde, ist das Thema der Abwasserbehandlung, weil ich da auch ein bisschen studiert habe zu. Und was ja auch, womit wir in Zukunft mehr arbeiten müssen, sind Algen und Mikroalgen und in die Richtung fände ich mal interessant, ob wir da schon mal bei Advanced Aquaponik schon angesprochen. Das geht ja so ein bisschen in die Richtung, die da schon mal was überlebt oder.
Zum Thema Algen oder auf Englisch Seaweed, da würde ich immer meine Schwester, meine kleine Schwester ist Professorin in Helsinki an der Aalto University und hat das Department of Seaweed. Und sie sammelt die Expertise, was Algen angeht und Seegras, was in Irland, in Japan, in Thailand auch sehr viel, Vietnam, für vielfältige Sachen eingesetzt wird. Das ist jetzt nichts für unsere Süßwasserinseln bislang, aber auf Salzwasser, auf Meeren ist das auf jeden Fall ein ganz spannendes Thema, zu dem wir am Sonntag auch was hören werden, Sonntagabend in unserem Captain's Dinner. Und ansonsten freue ich mich, wenn du in Hannover bist, dann gucken wir uns das mal genauer an. Das wird eigentlich spannend, ja. Dann werde ich Sonntagabend auch nochmal vorbeigucken. Hervorragend. Ja, Köln meldet sich. Mal schönen großen Bus, das ist ja wahrscheinlich eben bekannt und ich könnte mir super ein solches Kaiserland hier in Köln vorstellen. Ich frage mich lieber, Joy, ob es Materialien gibt, die aus den letzten Jahren, die so entstanden sind, die man irgendwo transparent nachverfolgen kann, wie bei WeChange oder so, von Grundlegen bis hin zu auch Ansprechpartner, die wieder vielleicht erst zu den jeweiligen Themen und genau. Ja, wir haben das ursprüngliche, den ursprünglichen Bauplan tatsächlich Open Source veröffentlicht. Ich muss gestehen, dieses sechseckige Modul ist noch nicht dabei. Ich habe zwar ein PDF dazu erstellt und habe Baupläne, aber ich produziere mit dem wechselnden Team schneller, als ich es dokumentieren kann. Das muss ich ein bisschen nacharbeiten. Ich gebe es zu. Vielleicht kommst du nach Hannover und hilfst mir dabei oder wir machen das in Köln mal zusammen. Das sind jedenfalls genau solche Inhalte, für die ich auch das Maker for Humanity, die Maker for Humanity Plattform sehe. Also das ist der Ort, wo solche Open Source Inhalte präsentiert und gesammelt werden sollen. Wir arbeiten da auch mit der Apropedia Plattform zusammen. Das ist aus Seattle heraus programmiert. Auch tolle Leute. Auch die haben übrigens auch schon einige Inseln gebaut. Deswegen sind wir uns da auch sehr nah. Apropedia, könnt ihr euch mal merken, das ist wie Wikipedia, nur für Open Source. Sehr tolle Resource auch. Ja, ich wünschte, wir wären da auch immer schneller mit dabei, das zu veröffentlichen, aber wir sind dran. Der Salam ist hier. Grüße. Er hat auch eine Frage. Ja, danke. Joy, ich habe auch eine Frage an dich. Wie ist eigentlich die Erfahrung mit fließenden Gewässern? Also wie ist denn das jetzt auf den Beinen, wenn das Wasser doch relativ schnell fließt oder auch Elbe wäre ja auch so ein Thema. Generell, wie ist es damit? Hast du damit Erfahrung oder kannst du was dazu sagen? Unter welchem Aspekt meinst du? Naja, ich meine, wenn du so eine Insel baust, dann ist das ja wahrscheinlich auch eine Herausforderung mit Wellengang und mit den fließenden Gewässern umzugehen, dass man irgendwie ja auch geankert oder stabil sein muss gegen Hochwasser, Wellengang, Sturm, keine Ahnung. Ja, na klar. Ja, also Fließgewässer sind erstmal administrativ meistens schwierig, weil es zumeist offizielle Transportwege sind und keine Straßenmeisterei möchte in Seifenkistenrennen auf der Autobahn haben. Deswegen wird mir da gerne was verboten. Mir wurde sogar schon mal ein Kennzeichen für ein sogenanntes Sportboot wieder aberkannt, als sie gesehen haben, wie es aussieht. Weil Sportboote dürfen 25 Meter lang sein und es war 24,5 Meter lang. Es war auch ungefähr so breit. und dann wurde leider die Rechtslage auch geändert und es konnte mir wieder aberkannt werden. Aber du meinst jetzt eher die statischen Sachen, also Wellengang. Statisch und natürlich auch, weiß nicht, aber wenn ihr da irgendwelche Probleme habt mit irgendwelchen Genehmigungen, aber auch vor allem natürlich, wie ist denn das? Ich meine, wenn jetzt ein starkes Gewässer ist, hält denn das überhaupt? Oder ja, in den nächsten Katastrophe mit starken Wind, Orkan, keine Ahnung, gibt es Erfahrung? Also unsere Bauweise hat einen Vorteil, sie ist flexibel.
Und das ist wie diese Buckminster Fuller Domes, die sind auch flexibel. Das ist also eine Flexitektur, keine Architektur, sondern eine Flexitektur. Und dadurch können sie Wind besser standhalten, weil sie eben so wie das Schilfgras gegenüber der Eiche eben dem Wind nachgeben, sind wir dadurch gesichert. Und Wellengang muss man natürlich einkalkulieren. Ich meine, auch bei Schiffen, wenn die durch eine starke Dünung fahren, dann wird das ganze Deck überschwemmt auch mal. So, das ist ja nicht schlimm, solange der Schiffskörper trotzdem schwimmt. So, man muss natürlich damit rechnen und man muss da Vorkehrungen treffen. Letztendlich muss ich sagen, dass schwimmende Inseln, gerade dieses modulare System, auf dem Meer auch sehr viel sicherer ist, als wenn es ein statisches wäre. Denn das ist wie ein Teppich. Ihr müsst euch einen Teppich vorstellen, ein schwimmender Teppich, der auf den Wellen liegt. Wenn dieser Teppich nur ein bisschen größer ist als die Wellenlänge, die zu erwarten ist, dann wird er die Kraft eher deckeln, als dass er umkippt. Also die Dinger, die sind so schwer, die kippt kein Mensch um und auch keine Welle. Wenn sie, und je größer diese Struktur wird, desto sicherer wird es, weil die Kräfte natürlich absorbiert werden durch das Material dieser Inseln und durch diese Gelenke. Damit kann man sogar Energie gewinnen, so wie das die Gezeitenkraftwerke in England machen. So, das ist eine pneumatische, also eine mechanische, die Kraftbewegung des Wellengangs und des Tidenhubs wird übertragen in kinetische Energie. Und das sind hocheffiziente Kraftwerke. Also deswegen sind Wellen, na das ist jetzt natürlich was, der Peter aus Leipzig kann leider jetzt nicht mit mir sprechen. Wellengang, also wie gesagt, wir sind bisher noch Süßwassermatrosen. Wir sind hier auf Binnengewässern, da haben wir mit Wellen noch nicht so viel zu tun gehabt. Ich bin die Elbe runtergefahren, das Problem ist eher die Strömung. Wenn man sich auf der Elbe bewegt, die ist so entschleunigt durch diese ganzen Buhnen, die am Rand sind, dass da Wasserverwirbelungen stattfinden, die einen immer an den Rand ziehen. So, und da muss man erstmal wieder rauskommen. Also es gibt Wellengang ist weniger das Problem als Strömungen, die einen dahin bringt, wo man nicht hin will. Weil diese Inseln sind, wie gesagt, nicht, die treiben mit der Strömung. Und haben jetzt keine große eigene Motorisierung. Wir können uns gut schleppen lassen, aber selber fahren wollen wir gar nicht. Habt ihr schon mal eine Insel gesehen, die da irgendwie lang gefahren ist? Ich nicht. Dafür sind die nicht gebaut. Doch, Carla ja. Carla hat schon fahrende Inseln gesehen. Carla, erzähl mal. Gia hat noch eine Frage. So, ja, ist nicht so ganz bedeutend. Ich wollte sagen, ich bin so ein bisschen unbequemer, weil ich immer darauf hinweise, wie extrem schrecklich die Situation schon ist. Und dass innerhalb von kürzester Zeit quasi alle Flüsse ausdrucken können. Dann wird es so eine Art, das Waterworld-Projekt. Das wird wahrscheinlich nicht ausreichen, um zu überleben. Also, dann wäre auch die Frage, wäre eigentlich. Wir müssen auch immer das Globale sehen, wenn 7,6 Milliarden solche Kleinlösungen angesehen mit Solarzellen, ist das auch mit Rohstoffen überhaupt zu machen oder ob wir nicht auch mit dem höchsten Energie eben brauchen tatsächlich? Ja, vielen Dank für diese tolle Frage, das stimmt. Also ich gebe dir zweimal recht. Das erste, ich fange meistens Vorträge an mit dem Satz, die Nachfrage nach schwimmenden Inseln steigt proportional zu den Meeresspiegeln. Denn die Hälfte der Menschheit wohnt am Wasser und wir wollen uns das lieber gar nicht vorstellen, was dann passiert, wenn Hamburg, New York, Shanghai glaube ich nicht, aber diese ganzen Metropolen, wenn die unter Wasser sind, wo gehen die Leute hin? Also es ist, wir haben dafür keine Lösung, aber wir können das Problem sichtbar machen, wenigstens, weil die Leute, die wissen gar nicht, was auf sie zukommt. Und die beschweren sich ja schon über 100.000 Flüchtlinge. Das ist die Spitze des Eisbergs. Da kommt was ganz anderes auf uns zu. Und ich bin jetzt nicht derjenige, der mit Drohszenarien oder so gut umgehen kann. Ich komme aus Marketingkultur. Ich versuche, den Leuten Inhalte auf eine andere Weise nahezubringen. Aber wenn die auf dieser Insel sind und sie machen sich bewusst, dass das zum Wohnen, zum Überleben
helfen soll, dann macht's ganz anders Klick. So, und das ist unser Beitrag jetzt, um dieses Szenario da auch sichtbar zu machen. Und du kannst dir sicher sein, dass wir schon kopiert werden und dass wir natürlich auch kopieren. Und es gibt auch Top-Down-Inseln. Das Seasteading Institute ist eigentlich das beste Beispiel. Die bauen mit Millionen und Milliarden eine riesige Siedlung in Polynesien. Das werden sie sicherlich auch tun. Es wird natürlich ewig lange dauern, weil es ein Business-Konzept ist, was erst ab einer gewissen Amortisationsrate auch umgesetzt wird. Aber das ist für Millionäre und für große Player. Die brauchen das eigentlich gar nicht. Die können in Davos ihr Chalet beziehen. So, die Leute, die es brauchen, die haben kein Geld. Und die werden solche Systeme bauen. Egal, ob wir das machen oder nicht, die werden das bauen. Und wir wollen herausfinden, wie die das bauen können, ohne Plastikflaschen zu nehmen. Weil die landen früher oder später im Meer. Die nehmen alles, was schwimmt, und basteln da ihren Bambusrahmen drauf. Und wir versuchen, bessere Lösungen zu entwickeln, die man auch eben einsetzen kann, ohne Geld zu haben. Das ist das eine. Also wir sind ein ganz kleines Licht. Wir können die Welt nicht retten. Wir können aber darauf hinweisen, dass man sie retten sollte und dass es Kooperationen dafür braucht und welche Gefahren auf uns zukommen. Das Zweite, wo ich dir auch recht gebe, ist, wenn man jetzt solche Inseln skaliert, auch das ist keine Lösung. Denn das habe ich 2009 gelernt, als wir diese schwimmenden Gärten gemacht haben. Sie waren in kürzester Zeit total übervölkert von Teichhühnern und Stockenten. So, ich hatte praktisch die Weltkarte nachgebaut. Also es waren Kontinente, die da geschwommen sind. Also Australien war 2 Meter mal 2,50 Meter und die anderen Kontinente waren entsprechend proportional größer. Also ziemlich groß. Und einige Kontinente waren von Teichhühnern bevölkert und andere von Stockenten. Und wer diese Tiere kennt, weiß, dass sie sehr unterschiedliche Mentalität haben und sich auch nicht gut verstehen. Also da haben sich tatsächlich kontinentale Kriege um die Nutzflächen ergeben. Und da dachte ich, oh, das passiert, wenn das System erfolgreich ist. Dann werden nämlich auch die Wasserflächen noch bevölkert. Und das kann eigentlich auch nicht Ziel der Sache sein, weil wir wissen, wie Menschen sind. Letztendlich unterm Strich kippen sie doch ihren Müll ins Wasser. Also das ist auch nicht unser Ziel, dass wir sagen, wir wollen jetzt die ganzen Wasserflächen bewirtschaften. So, natürlich sind das Kollateralschäden, die wir irgendwie auch die wir mitverantworten dann irgendwo auch. Wir hoffen aber, dass die Nutzen, die wir erzeugen, größer sind als die Schäden, die irgendwie daraus entstehen. So, aber in der Tat, Besiedlung des Wassers ist eine super Lösung, aber nicht für die Menschheit als Ganzes. Ich kann kurz unterbrechen, wir haben nämlich die große Ernteveranstaltung. Oh ja. In 4 Minuten geht es los. Genau. Dann, ich habe den Link dazu in den Chat gepostet. Das ist lieb, Tommy. Ich bedanke mich einfach für euer Interesse. Und ich kann auch nochmal reinschreiben, wie unsere Website ist. Wie gesagt, wir sind da mit der Dokumentation nicht immer auf dem neuesten Stand, aber wir werden es sein irgendwann mal. openisland.org ist es. .org. So. Und ich freue mich, euch auch auf der Insel mal zu sehen, in Hannover oder auf einem anderen Gewässer eurer Wahl. Sehe euch dann wahrscheinlich in dieser Erntezeit oder auf einem der anderen Online-Angebote jetzt wieder. Also, vielen Dank für euer Interesse. Und bis bald. Ich komme auf jeden Fall mit. Ja, cool. Ja, danke schön, hat Spaß gemacht. Ja, super, sofort war toll. Vielen Dank. Ja, danke.